Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt 3:30 in der Nacht und für den Jörg. Moin, moin. Und mich geht's jetzt nach, na, wo fahren wir hin? Spanien. Jawohl. Ist doch nicht ganz unsere Uhrzeit. Wir haben jetzt noch, wie lange haben wir noch? Knapp über eine Stunde zu fahren Richtung Flughafen. Jawohl. Ja, und wie lange sind wir da? 11 Tage. Ja, 10 Tage, ja, ja. Ja, sagen wir 10 Angeltage und dann schauen wir mal, ob wir den einen oder anderen Fisch landen können, ne? Genau. Ne. Der Mist ist dort. -2 Grad haben wir hier los. Wäre ja noch nicht so schlimm, ne? Aber wenn wir ankommen in Spanien, haben wir auch noch 2 Tage lang nachts -2 Grad. Brutaler Wettereinbruch. Werden wir sehen, was passiert. Waren ja ein paar Tage Zeit. Es wird wohl 2-3 Tage so bleiben und dann wird das Wetter wieder deutlich besser. Mal schauen. Genau. Ja. Also, so machen wir's und weiter geht's nach dem Intro. Jawohl, ciao. Ja. So, jetzt geht's los. Auf geht's. Auf nach Barcelona. Jawohl. Da müssen wir rein. Jawohl. In den Flieger. Wir haben aktuell -3 Grad. Frankfurt Hahn. Ist doch schön, ne? Ja, bei -5 sind wir hierher gefahren. Ich würde lieber hier bleiben. Ja. Ja, die Umstellung ist ja nicht allzu groß. Ne? Spanien haben wir noch 2 Tage -1 Grad nachts. Ja. Ja, ja. Mietwagen geschnappt. Jawohl. Richtung Hostel gefahren. Oh, ich sehe nichts. Wir haben tatsächlich 5 Grad und die Sonne scheint in Spanien. Das ist brutal. Der Hammer. Also, ne? Können wir mit leben, ne? Ja, ja. Aber immerhin die Sonne scheint. Ne? So, jetzt gehen wir unser Zeug ausladen und dann starten wir dem Olli noch einen Besuch ab. Jawohl. Und dann geht's ans Wasser. Jawohl. Einrichten des Blinker Hauptquartiers. Schön geschmückter Schrank. Also wenn wir die alle hängen lassen, wissen wir, was wir gemacht haben. Ne? Also das sind überwiegend Musterblinker für gewisse Fälle, Probe. Und das hier sind jetzt noch unsere normale Stadt, mit denen wir immer fangen. Also falls ihr ein Kanalrohr zu Hause habt, wo irgendwo rumliegt, schüttelt auch mal dran. Vielleicht kommt auch sowas raus. Ich bin jetzt immer was drin. Ja. Ah, guck mal. Eine Wundertüte. Der letzte Rest. Und dann alles war inklusive 6 Routen in unserem Transportrohr. Da waren jetzt noch 6 Routen drin. So, mit dem Aufsatz für die Blinker. Plus das Blinkerrohr. Das Ding ist perfekt. Ne, wie man hier sieht, mit Rollen dran, Griffen dran, lässt sich prima ziehen. Tippitoppi. Marke Eigenbau. Jawohl, am Wasser angekommen. Eben noch der Eule getroffen und
Und der Olli war mal noch ein kleines Kleinigkeit essen, weil wir heute noch nichts gegessen haben. Aber jetzt sind wir direkt an Wasser ab. Hat uns nichts mehr gehalten. Wasser ist normal, normaler Wasserstand, also nicht niedrig, aber normal. Wie ihr seht, von 5 Grad ging es jetzt hoch auf 13, 14 Grad in der Sonne auszuhalten. Schlecht sind die Nachttemperaturen halt mit minus 1, 2 Grad. Aber wir machen jetzt die ersten Würfe. Wir wollen jetzt Fisch. Im Endeffekt probieren wir jetzt mal am ersten Tag einfach mal an jedem Platz 1, 2 Würfe zu machen. Hier haben wir uns mal den ersten Platz rausgesucht. Mit der schönen Krautbank, wie man hier sieht. Hier ist überall alles voller Kraut. Und hat hier hinten ein bisschen Strömung. Vielleicht einen oder anderen kleinen Gumpen. Und dann probieren wir jetzt einfach mal vors Kraut oder hinters Kraut zu werfen. Und dann wird mit Sicherheit der ein oder andere Fisch lauern. Aber ob er Lust hat, sehen wir gleich. So, erster Wurf seit 3 Jahren 2022, 3. April in Spanien. Auf geht's! Los! So, sind wir circa 3,5 Stunden am Wasser. Und dann hat es endlich mal ordentlich reingehauen. Ich hatte vor einer Stunde circa einen Fehlbiss gehabt. Und der beim Jörg, der sitzt jetzt. Sieht nach einem richtig guten Fisch aus. Gehakt, schade. Aber der erste Fisch für heute. Der erste Fisch der Tour. Später der nächste Fisch, aber diesmal gebissen, ne? Ja. Auch wieder hier vor die Schilfkante geworfen. Wie weit hast du gezogen? 15 Meter? Ja, circa. Ne? Nicht direkt beim Absinken, nicht direkt vom Schilf, sondern schon ein bisschen gezogen. Eigentlich wollten wir auf dem Platz nur ein paar Minuten bleiben. Da sagt man, holen keine Jacke mit. Wird schon nicht so schlimm, ne? So, jetzt haben wir 2 Fische gefangen und jetzt kommt der Wind noch und es ist brutal kalt. So, jetzt gehen wir erstmal die Jacke holen. Und dann probieren wir noch ein paar Fische zu fangen. Wenn es so weitergeht, wäre es ja super, ne? Für den ersten Tag. Was will man mehr? So, schon viel besser. Guten Morgen! Es gibt jetzt für jeden ein anständiges Boccadillo und mindestens 5-6 Kaffee con Leche. Und dann sind wir startbereit. Im Moment aktuell noch 1 Grad draußen. Wir warten, gestern haben wir uns den Arsch abgefroren. Und dann machen wir uns auf den Weg. Dann wollen wir noch einen Supermarkt heute einkaufen. Gestern war Sonntag. Und dann geht's wieder auf. Dann geht's ab. Wir sehen uns später. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen was einkaufen. Mit dem Nötigsten für den Tag eindecken. Und dann geht's ans Wasser. Ich habe auf jeden Fall Bock. Schauen, was heute passiert.
umziehen, dann geht's los. Jawohl. Angelkarten und Kamera ist wichtig. Ja, man sollte immer alles dabei haben, vor allem auch Angelkarten. Nicht irgendwo den Stress machen und immer mit Angst angeln gehen. Ne, die kosten hier natürlich ein bisschen was. Also hier für zwei Mann, wir müssen ja etliche Jahresscheine holen, wenn wir alles befischen wollen. Und da liegen wir so bei 250, 60 Euro für zwei Mann. So, heute starten wir mal am anderen Fluss. Da sind die Gegebenheiten ähnlich, würde ich jetzt sagen. Jo, gehen wir uns mal rantesten. Normaler Wasserstand, wenn nicht sogar ein bisschen niedriger. Bisschen Strömung. Hier hat man überall Krautputschen drin und eine schöne Strömungskante. Auf der gegenüberliegenden Seite hat man die Strömung und die bricht dann schön in der Mitte oder eher weiter im hinteren Drittel. Ja, und dann machen wir jetzt mal überall ein paar Würfe und dann tasten wir uns mal ran, wo die Fische stehen könnten und ob sie Lust haben. Es war heute Nacht nochmal minus 1 Grad und das ist dann nicht so toll. Da kriegt man oft erst die Bisse, wenn jetzt, weil tagsüber heute werden es 14 Grad, wenn die Sonne ein bisschen Wirkung gezeigt hat und ja, die Fische sich ein bisschen aufwärmen können. Naja, probieren wir mal. Dadurch, dass wir hier ein bisschen Kraut haben, sage ich jetzt mal, fische ich mit dem Einzelhaken, weil mit dem Drilling hat man eigentlich bei jedem Wurf keine 2 Meter gezogen, hängt der Blinker schon bzw. der Haken voll Kraut. Ne? Jetzt kann ich euch mal zeigen zum Vergleich. Ne? Allein jetzt schon beim Einzelhaken macht dann einen Unterschied, ob der Einzelhaken hinten dran hängt, wie hier jetzt bei noch unserem Prototyp-Blinker oder beim Rattlespoon, wo der Haken oben drauf fest montiert ist. Ne? Ich mache jetzt mal mit jedem Blinker einen Wurf und dann könnt ihr mal vergleichen, wie viel Kraut wo dran hängt. So, fange ich mal an hier mit dem Prototyp-Blinker mit Einzelhaken. Ich werfe jetzt zweimal dieselbe Stelle an und dann könnt ihr mal schauen, was das für einen Unterschied macht, wo der Haken sitzt, ne, wie viel Kraut im Endeffekt dranhängt. So, ich brauche gar nicht bis zum Ende durchzukurbeln. Ihr seht selbst, das Teil hängt voll Kraut. Darf man sich gar nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn man Drilling hinten dran hängt. Ne? Da hat man dreimal so viel Kraut. Ne? Jetzt mache ich zum Vergleich mal den Rattlespoon drauf, der den Haken ja um Blatt oben drauf hat. Ja. Seht ihr hier? Das ist jetzt hier die 50 Gramm Version. Den Blinker, den ich gerade gefischt habe, der ist ein bisschen leichter, aber kompakter. Deshalb von der Laufeigenschaft ungefähr gleich. Jetzt werfe ich genau dahin, wo ich mit dem anderen Blinkern hingeworfen habe. Und dann schauen wir mal, was es für einen Unterschied macht. Hier der direkte Vergleich, so gut wie nichts dran. Tipptopp, ne? Tipptopp, ne? Also, merkt euch, wenn ihr irgendein Gewässer habt, wo Kraut ist, ne? Mindestens mal Einzelhakfischen, ne? Das ist so, also mit Drilling braucht ihr da gar nicht anzufangen. Da braucht ihr, wenn ihr da schon 1 Meter gezogen habt, hängt das Ding voller Kraut, ne? Also, auf jeden Fall Einzelhaken und am besten sogar noch den Haken festmontiert oben drauf. Weil das Blinkerblatt deckt halt den Haken noch, ne? Das, genau. Das geht erst ins Kraut. Ihr könnt euch vorstellen, wenn hier das Kraut steht, der Blinker, der gleitet hier schön drüber. Und im Endeffekt, der Blinker schirmt richtig den Haken ab. Ne? Noch durch einen zusätzlichen Oktopus kriegt man sogar noch ein bisschen mehr Auftrieb und hat da gar keine Probleme. Klar hat man da auch mal Kraut dranhängen, das lässt sich nicht vermeiden. Aber in dieser Form kann man es so gut wie minimieren. Gut, machen wir weiter. Schauen wir mal, wie viel Grad das Wasser hat, ne? Jawohl, soll schon 40 Grad gehabt haben. Aber jetzt haben wir frostige Nächte, ne, mit minus 1, 2 Grad, brutal. Und das merkt man direkt am Beißverhalten, ne? Die Fische sind passiv. Da sind wir gestern erst angekommen, da haben wir dann abends haben wir 4 Bisse bekommen. Aber den ganzen Tag über, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt.
Aber ich gehe davon aus, dass 3-4 Grad Wassertemperatur gefallen ist. Da braucht man nur 30 Sekunden. Hier ist das egal, ob ich. Das Wasser ist hier nirgends so tief, dass es irgendwo ein Temperaturunterschied ist. Ob ich da 1,50 Meter habe oder hier 50 cm, ist das gleiche Wasser. Ja, wenn es um mehrere Meter geht, ist das ein Unterschied. Ob ich am Rand messe natürlich oder. Und hier sieht man ja, geht permanent die Strömung durch. So, dann holen wir mal raus. So, 11,5 Grad. So, für das zu bestätigen, lassen wir es noch einmal rein kurz. Eigentlich sehr gut, ne, die Temperatur. Außer wenn es vorher schon 14, 15 Grad war. Man sieht ja kein Fisch, ne, an der Oberfläche, ganz, ganz wenig. So. Gut, vor 5 Minuten hat man noch einen Biss. Ja, ein Fehlbiss von einem kleinen. Aber das war alles, ne? Ja. Laut dem Thermometer 11,5 Grad bleibt. Ist doch okay. Ne? Ja, aber wie gesagt, der Unterschied ist, ob es hoch geht auf 11,5 oder von einer höheren geht Temperatur runter. Fällt auf. In den ein, zwei Wochen, bevor wir gekommen sind, war das Wetter nachts eindeutig nicht so kalt. Ne? Naja. Temperatur. Und da soll der Fluss 40 Grad gehabt haben oder 14,5. Ne, das sind auf 11 sind 3 Grad gefallen innerhalb von 3 Tagen oder so. Ne? Das ist doch... enorm. Das Wetter soll ja besser werden und da hofft man, dass wir genau diesen steigenden Punkt wieder haben. Ne? Aber es ist wie immer. Ist nie gleich am Fluss. Immer suchen, ausprobieren, finden. Nach dem Motto geht's doch nicht anders. Egal wie die Verhältnisse sind. Weiter geht's. Jetzt wollen wir Fische fangen. Wir sind jetzt heute, haben wir den zweiten Fluss abgelaufen, nur wo bis auf ein, zwei Fehlbisse, zwei vielleicht. Einer war ein bisschen unklar, nix. Jetzt sind wir, hier haben wir den Fluss gewechselt, der ist wieder 10 cm gestiegen und hoffen, dass das jetzt den Erfolg bringt. Jetzt wollen wir Fische fangen. So, letzter Platz für heute Abend, ne? Jawohl. Ja, heute schlechter, wirklich schlechter Tag. Man merkt wieder, dass die Temperaturen sich bemerkbar machen. Aber was die Bisse angeht, war ja, wie man schon ein paar Mal erwähnt hat, minus 1, 2 Grad. Aber dann haben die Maul zugenagelt. Wir haben zwei Flüsse jetzt gefischt mit circa 10 Plätzen und hatten ein, zwei Fehlbisse. Einen auf jeden Fall, der zweite könnte ein von kleinen Fisch vielleicht. Ne? Und jetzt machen wir noch einen Abendplatz. Entweder geht heute noch was oder nicht. Und wenn nicht, müssen wir uns noch ein, zwei Tage gedulden, bis die Wassertemperatur wieder hochgeht. Aber Herr Tröschmer könnte Wohnzimmer ein bisschen aufräumen. Ja, das ist auch Spanien. Ne? Das ist schon... brutal, wie hier die Plätze hinterlassen werden. Ne? Ja, teilweise ist, ganz ist, in der Nähe von der Ortschaft. Ist der Hammer, ne? Überall, wo man hinguckt am Wasser. Wahnsinn. Haben wir auch nichts gefangen, sind wir nicht ohne rum nach Hause gegangen. Hier, wenn man abends mal mit der Lampe ins Wasser leuchtet, sieht man zum Beispiel sowas. Oder man sieht zum Beispiel leider sowas. Der arme Mr. Storch. Tag Nummer 3. Die Nacht war es wieder eisig kalt. Und haben wir gedacht, komm, das wird heute Morgen, sag ich mal, die Aktivität nicht so besonders. Die Zeit investieren wir anders da. Und da haben wir probiert, ein paar schöne Drohnenaufnahmen für euch einzufangen. Schauen wir mal, ob es was geworden ist. Ne? Jawohl. Ich denke, das wird nicht schlecht. Ne? Wir sind halt noch nicht geübt. Ne? Mike ist der Pilot, macht das schon gut. Aber man muss ja mal anfangen damit. Ne? Ja. Ja, ich denke, damit kann man arbeiten. Ne? Na sicher. Jetzt probieren wir noch ein paar Aufnahmen einzufangen. Genau. Werdet ihr bestimmt in den Zwischensequenzen sehen. Und dann sind wir hier an so einem kleinen Kanal. Sieht auch nicht schlecht aus. Mhm. Und ja, ich denke, gegen Nachmittag werden wir dann die ersten Würfe am Wasser machen. Genau, ne? So sieht's aus. Ne? Jetzt steigen die Temperaturen langsam. Heute soll es 16, 17 Grad, morgen 20 Grad. Und da hoffen wir, dass sich was bewegt. Ne? Und das werdet ihr noch sehen dann. Zur Not bewegen wir uns. Ne? Ja, ja. Wir haben es nötig.
Mike hatte voll einen Schlag. Der sieht gut aus. Ja, ja, das ist er, guter. Nick, nur pro. Gerade einen Hammerfisch am Band gehabt. Ja, scheiße. Nach einer Minute Drill weg. Noch nicht einmal, ne? 30 Sekunden. Ja, doch. Vorhin auf die Kamera holen. Ja. Das Lauer, ein Bombenfisch, ohne Quatsch. Ja, das hat man gesehen. Ja, ausgeschlitzt, hat der eine Linie da gefahren. Unglaublich, keine Schläge drin. Das war ein Megafisch. So, jetzt bin ich wach. War der erste Kontakt für heute, ne? Hier dann aus dem Nichts, ne? Ja, erster Kontakt heute aus dem Nichts. So, jetzt kann ich mich noch 2 Minuten ärgern und dann probieren wir es am nächsten Fisch.